Aufschlag nun für die Amerikaner, denn Boris Becker hat als erster im Tiebreak aufgeschlagen. Und damit sind die beiden deutschen Rückschläger im ersten Spiel des dritten Satzes. Und Ken Flagg beginnt, weil er bisher immer von dieser Seite aufgeschlagen hat. Four boys. Have you both? Come on. Okay. We can play with the five. We can play with five. We can play. So someone forgot it with him. Okay. Play. Oh. 1:0 für Ken Flagg und Robert Seguso. Zwei sehr schön herausgespielte Punkte von Becker und Jehlen. Vor allen Dingen der zweite, geradezu exemplarisch für ein Doppel. Ein guter Return von Becker vor die Füße des aufschlagenden Ken Flagg. Und anschließend dann der unerreichbare Volley von Erik Jehlen, der nach wie vor Probleme vor allen Dingen auf der Vorhandseite hat. Und wenn Sie diese Vorhand sehen, dann fällt einem auf, dass er offensichtlich kein Selbstvertrauen hat, offensichtlich in diesen Schlag. Er schiebt den Ball häufig nur über das Netz, hat nicht den Mut, wie man so schön sagt, durchzuziehen, aber sowas kommt vor, wenn man kein Selbstvertrauen hat in einen Schlag. Und umso wichtiger war der Gewinn dieses zweiten Satzes im Tiebreak. So, jetzt wollen wir mal sehen, wer aufschlägt. Erik Jehlen. Boris Becker ist ja der normalerweise erheblich stärkere Aufschläger, aber Erik Jehlen hat immer von dieser Seite aufgeschlagen. Man hätte wechseln können. Dieses Recht steht einem zu bei einem neuen Satz, aber man bleibt beim bisherigen Rhythmus. Thank you.
Gut. Aber jetzt. Hier war abgewehrt. Einstein. Just. Der geht aus. Eine kritische Situation wurde da überstanden von Boris Becker und Erik Gehlen bei einem zwischenzeitlichen Spielstand von 30-40. Spiel gegen USA,
2:1 für die Amerikaner und abschließend wieder einmal ein Punktgewinn von Ken Fleck mit diesen nur ganz kurz abgedrückten Bällen mit der beidhändigen Rückhand, den Flugbällen. Da hat Ken Fleck zuletzt einige Probleme gehabt. Auch in diesem Spiel schlug er ja einen dieser Bälle ins Netz. Insgesamt eine sehr ausgeglichene Begegnung, auch vom Ergebnisverlauf, aber natürlich bisher nicht unbedingt eine hochklassige. Bisher gab es nur einige spektakuläre Ballwechsel, die ein Doppeljahr so attraktiv machen können, aber das liegt natürlich sicherlich auch an der Bedeutung dieser Begegnung für beide Doppel, denn beide wissen, dass dieses Spiel von vorentscheidender Bedeutung sein kann im Hinblick auf das Erreichen des diesjährigen Davis-Pokalfinals. Aufschlag nun Boris Becker. Für den ist ja in diesen beiden Tagen nun bereits der 8. Satz ist, den er zu spielen hat. Oh. Auch wenn es nicht geklappt hat, aber da hat man wieder einmal gesehen, wie schnell die Amerikaner den Platz wechseln, versuchen dazwischen zu gehen.
Zwei beide und jetzt wollen wir doch mal schauen, was Ken Fleck mit seinem Aufschlag macht, denn der Amerikaner befindet sich im Moment in einem gewissen Leistungstief. Eben sind in letzter Zeit doch mehr vermeidbare Fehler unterlaufen, sowohl beim Aufschlag-Return als auch am Netz. Robert Seguso spielt im Moment erheblich gleichmäßiger. Bitte, bitte, meine Damen und Herren. Gut. Thanks. Ja, da bin ich auch nicht der Meinung, dass dieser Ball gut gegeben sei, aber Schiedsrichter Sergio Massetti ist näher am Geschehen. Der Ball ist aus. Und vom Ergebnisverlauf verläuft alles normal. Das heißt Aufschlaggewinne. Der fünfte in Folge. 3:2 für Ken Fleck und Robert Seguso, die wie gesagt im Doppel überhaupt noch kein Spiel im Davis-Pokal verloren haben. Robert Seguso, ebenso seit 1985 im Team wie Ken Fleck. Seguso 10 Spiele, 10 Siege und Ken Fleck 11 Spiele und 11 Siege. Denn einmal spielte er in Australien im Davis-Pokal an der Seite von Paul Annacone. Das war 1986. Die Amerikaner sind ja Rekordgewinner im Davis-Pokal mit insgesamt 28 Erfolgen, aber der letzte Sieg, der liegt auch schon lange zurück. 1982 in Grenoble gegen Frankreich, da gab es einen 4:1.
Bitte. Gut. Mit diesen aggressiven Lobs sind Robert Seguso und Ken Fleck sehr erfolgreich. Ein Spiel ohne wesentliche Höhepunkte, dieses sechste des dritten Satzes, drei beide. Immer wieder erleben wir diese Szene auf mundtunde Worte von Boris Becker an seinen Doppelpartner, an Erik Jehlen. Die beiden Deutschen mal etwas riskiert, haben die Positionen gewechselt und da war der Vorhandreturn von Erik Jehlen auch einfach platzierter, sodass Ken Fleck am Netz nicht dazwischen gehen konnte und gleich bestand zumindest eine Chance. Bisher hat es in diesem dritten Satz überhaupt erst ein
Im Spielball für ein Doppel gegeben, und zwar für die Amerikaner. Im zweiten Spiel des dritten Satzes bei Aufschlag von Erik Jehlen und 4:3 Führung nun für Ken Fleck und Robert Seguso. Und so ganz langsam, aber sicher nähern wir uns wieder eventuell dem Tiebreak, der ja ohnehin im Doppel sehr oft zur Austragung gelangt, weil Aufschlagverluste im Doppel doch nicht so häufig vorkommen. Wie gesagt, heute bisher ein einziger. Ken Fleck und Robert Seguso verfügen natürlich über eine enorme Erfahrung, auch was kritische Situationen angeht. Sie haben schon des Öfteren 0:2 in den Sätzen zurückgelegen, dann doch noch gewonnen. Aber wie gesagt, in diesem Jahr waren sie erst einmal erfolgreich beim Grand Prix-Turnier in Tokio. Nachdem sie in den Jahren zuvor häufig in Serie die Turniere im Doppel dominierten und gewannen. Ja, das war praktisch als Aufforderung zu verstehen von Vater Karl-Heinz Becker. Drück die Daumen für meinen Sohn, für das Doppel und für die bundesdeutsche Davis-Pokalmannschaft. Yes, sir.